Und im Nahkampf verwenden die Klingonen sehr gern ihre Messer und ihre Badlets. Wenn wir also geentert werden, dann können wir schwere Schnittwunden, Knochenbrüche und Traumata durch stumpfe Gewalteinwirkung erwarten. Denken Sie an Ihre Ausbildung. Bleiben Sie ruhig. Und geben Sie Ihr Bestes. Gehen Sie auf Ihre Posten. Doktor? Constable, was kann ich für Sie tun? Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass ich der Krankenstation eine Sicherheitseinheit zu Ihrem Schutz zuteile. Danke, aber besser Sie tun's nicht. Ich werde hier Verletzte haben und da wäre eine Gruppe kämpfender Hilfs-Sheriffs nicht gerade von Vorteil. Gut, ich verstehe. Tun Sie mir nur einen Gefallen. Rechnen Sie im Ernstfall nicht damit, dass diese blaue Uniform Sie schützt. In der Hitze des Gefechts sind die Klingonen nicht sehr wählerisch, was ihre Ziele angeht. Doktor oder Nicht-Doktor ist da egal. Sie werden sich wahrscheinlich selbst verteidigen müssen. Na, hoffentlich kommt es nicht dazu. Aber falls doch, dann bin ich zu allem bereit. Das wollte ich hören. Da wir schon beim Thema sind, ich glaube, es gibt sicher viele Klingonen, die denken, dass das Töten eines Wechselbalgs ein oder zwei Lieder wert sein könnte. Doktor, falls mich ein Klingone töten sollte, dann würde ich nicht weniger als eine ganze Oper über dieses Thema erwarten. Vielleicht möchte ich mir die einfach nur nicht anhören müssen. Passen Sie auf. Kommen Sie, Quark, Bewegung. Sie sollten schon längst im Schutzraum sein. Ich werde nicht mitgehen. Das hier ist meine Bar und ich werde Sie verteidigen. Wirklich? Und wie wollen Sie das anstellen? Damit natürlich. Sie wollen sie mit einer Büchse schlagen, verstehe. Nein, das ist meine Disruptor-Pistole, die ich früher bei mir trug, als ich noch auf dem Ferengi gefrachter diente. Ich dachte, Sie waren der Schiffskopf. Ja, aber jedes einzelne Besatzungsmitglied hielt Sie für einen Restaurantkritiker. Wenn die Klingonen durch diese Tür wollen, dann stelle ich mich ihnen in den Weg und werde bereit sein. Geliebter Bruder, ich habe Teile deines Disruptors gebraucht, um die Replikatoren zu reparieren. Werde sie bald zurückbringen, Rom. Ach, ich bring den Kerl um. Womit? Ich würde sagen, das ist nahe genug, Garak. Ich wollte mich nur vergewissern, dass die Ratsmitglieder sicher sind. Und höchstwahrscheinlich in der Hoffnung, dass ihr Bemühen politische Begünstigung nach sich ziehen wird. Oh, dann kann ich wohl davon ausgehen, dass ihr Bemühen einzig und allein durch Patriotismus motiviert wird. Nach den Ratsmitgliedern ist mein Patriotismus sehr gut bekannt. Und genauso die vielen Opfer, die ich bereit war zu bringen, um sie zu retten. Also, wieso gehen Sie nicht zurück in Ihr kleines Schneiderstübchen? Und nähen ein wenig. Weil Sie, wenn die Klingonen in die Station einfallen, vielleicht meine Hilfe benötigen werden. Dass wir zweimal Seite an Seite kämpfen würden, hätte ich nun wirklich nicht gedacht. Sie etwa? Nun, falls Sie vorhaben, dieses Ding zu benutzen, dann vergessen Sie nicht, auf einen Klingon zu zielen. Ich werde versuchen, daran zu denken.